Moin Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Monza, mit dabei der Virus. Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports, willkommen zurück hier auf Italien, auf Daniel seiner Strecke, würde man mal behaupten, einfach so. Ja. Das sowieso so. Zu einem trockenen Qualifying. Ja, noch trocken, noch ist alles trocken, genau, da fahren wir auch mal ganz schnell raus. Ja, bevor die Strecke voll wird. Ach scheiße, ich habe gerade was Silbernes vorbeifahren sehen. Dass ich noch drinnen bin. Ich warte jetzt erst ein bisschen, vielleicht gibt das auch das Quäntchen Glück. Da ist noch einer vor, aber ich weiß nicht. Ja, komm. Oh, sieht gut aus, ich glaube, ich fahre raus. Jo, ich fahre raus. Solltest du, ja. Es, Komm schon, macht schneller, Jungs, bevor einer nochmal sich vordrängeln zu müssen. Oh, der Science. Komm schon, geh auf die Straße und mach mir den Weg frei, danke. Nice, vor mir ist nix, hinter mir ist nix. Doch, vor mir ist was, aber da ist ein ganz schönes Stück Platz zwischen. Science ist eine blinde Nudel, ey. Blöder Arsch. Der Virus ist voll im Pulk. Alter, wenn man aus der Box rauskommt, dann die S-Kurve noch gescheit nehmen zu können, oder? Bei der Kurve noch das Fett runterstellen, ey. Naja, gut, das mache ich schon immer während der Boxenausfahrt. Ja, das Blöde ist immer, dass wenn du dann drückst auf die Kreuztaste, dass das Scheißmenü dann immer ganz unten, ey. Da musst du wieder hochtippen, ey. Naja. Schade, dass das nicht mit dem anderen Pinöppel geht, dass man unten die Kreuztasten nehmen muss. Weil da muss man immer unten an dem rechten Pinöppel vorbeigreifen und irgendwie... Nicht optimal gelöst. Sollte ich dem Paul vielleicht mal vorschlagen, dass er das beim 18er Teil ein bisschen ändern? So, jetzt zählt's, Alter. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Bremf's doch! Ja, die Kurve ist doch, ey, oh. Die ist wirklich schwer, da musst du richtig runterbremsen, ey. Oh ja. So, dann machen wir auf Max und dann geben wir mal Gas. Nein, es fahren zwei Stück vor mir raus, seid ihr deppert? Bitte, Hülkenberg, bitte, mach keinen Scheiß. Danke. Ich danke dir, Hülki. Hülki. Ja, das war kurz vor der Kurve. Der wollte gerade rüberziehen, hat aber gesehen, dass ich angeschossen kam und hat Platz gemacht. Ja, der ist ein guter, voraussehender Fahrer. Ne? Habe ich aber auch schon oft gehabt, dass der... Aber er kann auch anders, wenn er will. Ja. Vor allen Dingen, er ist ja gerade erst in der Ausfahrrunde, deswegen ist es für ihn nicht so schlimm wie für mich. Nö, deswegen hat er dich auch vorbeigelassen. Ja, wahrscheinlich. Den Bottas, ja. Och nee, Stoffel. Der Hamilton hat einen Bottas geschlagen. What? Du bist jetzt auf P3. Wow. Nein, das ist doch scheiße, bin ich schlecht. Komm schon, Van Dorn, gib Gas. Och, der Van Dorn versaut mir meine Zeit. Ja, Boxenstopp. Ich glaube 1,25 reicht. Aber ich werde es gleich nochmal versuchen. Ich glaube, das reicht, aber willst du mal versuchen? Ja, Ironie. Ja. Nein, das ist der Ehrgeiz, dass man sich selber verbessern will. Naja. Den jeder Rennfahrer normalerweise hat. Man kann auch sein, dass es zu viel des Guten dann ist, kann aber auch sein, dass es genau passt. Man weiß es nicht. Weil das, was ihr natürlich nicht gesehen habt, ich habe eben schon mal eine 1,23 aufs Parkett gedonnert hier und das ist schade, dass daraus nichts geworden ist. Weil mein Spiel meinte, auf einmal Tschüss sagen zu müssen. Ohne ersichtlichen Grund. Nee. Ja, Jeff ist ja gut. Teamkollege,
Status Teamkollege. Ach, wie Platz 4. Ach, Mann. Ja, hast ja noch ein bisschen Zeit, Alter. Oh, geh doch mal auf... Fette Sau, ey. Und da es im Rennen eh regnen wird, brauchst du die Reifen noch nicht mal zu schonen. Da, wo die Schoschon wohnen. Naja, der war schlecht, ich weiß. Kommen wir jetzt nicht mit der Scheiße. Schönes Manitou, ey, hier wieder. Na schau, die Schoschon. Ja. Erst töten falschen, dann richtigen Hasen. Ah! Das hörte sich eher an wie eine Nebelkrähe. Boah, ich hoffe, ich grab den Klappstuhl aus. Doch, hört! Bin ja schon ruhig. Macht mal schneller, Jungs. Papi braucht wieder Benzin. Boxenstopp. Dann hör mir halt nicht zu. Oh, Boxenstopp. Mann, Autos auf der Strecke. Naja, gut, 6. Gerade ist einer mir vorbeigefahren. Yeah. Richtig Krotze, ey. Fahr jetzt rein, auch wenn es nicht, auch wenn der Jeff hier nicht geantwortet hat, hat er Pech gehabt, der Drecksack. Ja, kannst ja trotzdem, ist ja nicht schlimm. Strecke ist frei und der Camillo hat den Bottas vor sich. Ganz geil. Auf der ganzen Strecke ist nichts los, aber ich muss ausgerechnet hinterm Bottas rauskommen. Ja, dann bleib ich halt raus, mir auch egal. Oh, der Virus ist hinter mir. Grüß dich. Ach, oh, du bist doch eine Scheißkarre, Mann! Hör auf! Du Fotze! Ganz ruhig. Mann! Ja, gute Puta! Runde wieder für den Arsch, Mann! Ich hasse diese Scheißecke da oben, ey. Stronzo. Kann das Auto auch nichts für. Blöde Mistsau, ey. Das ist diese Scheißkurve, wo du dann siehst, entweder hast du jetzt oben grün oder hast oben rot stehen. Das ist Scheidung da oben, die Kurve. Naja. Da musst du schon. Und ich hatte gut grün oben. Und was macht die Karre? Durchdrehen, rumdrehen. Ey, fuck you. Ja, da musst du schon, wenn das erste Stöpselchen, also wenn der erste Pfeil kommt mit grün, da musst du, also wegen Bremsen, da muss, oder gelb oder was das dann ist, da musst du schon in die Eisen gehen. Ah, ganz ruhig. Runterbauen. Genau, bringt eh nichts. Schöne Lego-Klötze, schöne Schafe zählen, alles Banane. Ja, so hörte sich das gerade bei dir an. Und in die Eisen. Ah, ne, ist gar nicht. Bottas ist Magnussen. Alles klar, hi Magnussen. Hi Kevin. Ah, Alpha Kevins. Und nur noch überall, ey. Kevin ist ein Arsch, jetzt macht er mir die Dings zu hier. Kevin, deine Mama hätte... Ja. Ich sag's jetzt nicht. Nein. Ist halt ein typischer Kevin, sagen wir es mal so. Hallo an alle Kevins da draußen, die uns jetzt zugucken. Nicht, dass Kevin, nicht, dass Kevin was Negatives an sich hat, aber... Jetzt hat er mir meine ganze Zeit versaut. Ich könnte kotzen. Ja. Aber ich denke mal, hättest du einen anderen vorgehabt als der Kevin, hättest du jetzt auch über den abgeraged. Von daher. Ja, ja, das hat jetzt nichts essentiell mit dem Kevin zu tun. Jetzt klingt trotzdem, ey. Er war halt da, deswegen, ne? Es war halt ein Kevin vor Ort. Scheiße, ich hatte eine ganze Minute, eine ganze Sekunde. Und das eine ganze Minute? So kotzen. Diese schöne Scheißkurve da. Oh, jetzt wird's wieder voll vor mir. Das gibt's doch nicht. Komm, was willst du denn, Koyo? Was ist denn mit dieser Scheißkarre nicht in Ordnung, ey? Mann! Halt's Maul, du Dammer! Jeff, sei leise! Ist angekommen, bestätige. Gut, ja, bestätige. Schön für dich. Kauf dir einen Schnitzel, ey.
Hirnfuck! Bau dich mal ein bisschen zurück und lass deine Beleidigung sein, danke. Ja, jetzt, was? Ich möchte das Video online stellen können, ohne dass ich mal gesperrt werde. Ich hab keinen Bock mehr. Hier, fahr die Karre kaputt und dann leck mich am Arsch. Da. Nee, das wäre nicht so gut. Wenn du die kaputt fährst, dann startest du von ganz hinten. Ist mir auch egal. Oh. Nee, ist nicht egal. Affenköppe hier, ey. Ich will die Wertung nach Hause fahren. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Räumt er mich und dann fliege ich raus. Ja, und dann war aus die Maus. Das wird wohl nichts mehr. Zweimal versucht. Quali-Zeit läuft ab. Gelber Spoiler. Auf welchem Platz bist du denn jetzt? Ne, ich hab beides mal rot, hab ich jetzt. Ja, wegen dem einen Penner da. Ja, nee. Ja, dann geht das doch noch. Ich wollte mich aber noch einmal verbessern und jetzt auch weiter geschafft, wenn da nicht dieser Drecksack gewesen. Ach, ist egal. Ja, Strecke ist halt voll wieder, machst du nichts. Will jeder halt eine gute Zeit fahren, da ist das immer scheiße. Deswegen, ich Boxenstopp! Gut weg. Geht klar, Boxenstopp in vor allem im Regen ist es eh wurscht. Ach ja, ist. Dieser. Wir rennen runter auf 80, los! So, dann gucken wir doch mal in die Zeiten rein. Strickjacke aus, fängt schon wieder an zu schwitzen wie ein Arsch, ey. Ja, ja, ich auch. Deswegen, ich hab schon Fenster auf. Oh, ich bin gerade durch einen Red Bull durchgefahren. Komischer Bug ist das hier. Ja, und bei mir hat sich's einfach so ohne Vorgegens beendet. So, meine Freunde, dann gucken wir doch mal schnell noch rein. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und dann der Virus. Das kann sich auch nur beendet haben, weil die Zeit abgelaufen ist, ne? Ja, ja, das meint, hat sich ja auch, aber das ging irgendwie so schnell. Ja, da haben wir's. Der Virus auf dem 4., Camillo auf dem 1. mit 1,24. Ja, guck einer an. Oh, guck mal, der Bottas, der Hamilton hat sich knapp vor den Bottas geschoben. Das war aber eng bei denen. Ja, wir sind alle auf 1,27. Das wird ja nice, ey. Ja, und die dahinter waren auch ziemlich eng. Ja, mal interessant. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns im Rennen wieder. Macht's gut, haut's rein.